Ja, herzlich willkommen zu dieser etwas exotischen Session innerhalb der Münchner Medientage. Und bevor wir überhaupt hier anfangen, erstmal nochmal ein herzliches Dankeschön an den XR Hub Bayern und XR Hub München, an Silke und René, dass wir überhaupt hier als Exoten mit dabei sein dürfen. Ja, und herzlich willkommen zu diesem Sprint auf unserer virtuellen Laufbahn, den wir heute zusammen mit euch absolvieren wollen. Wir hoffen, ihr seid alle ordentlich trainiert und seid bereit. Noch einmal tief durchschnaufen und dann wollen wir uns zusammen eben auf diese kurze Reise begeben, euch erstmal vorstellen, wer sind wir denn überhaupt? Wer ist München 2022 und warum sind wir heute hier bei euch mit dabei? Warum wollen wir euch das vorstellen? Wir schauen uns ganz kurz an die Erfolgsgeschichte des Olympiaparks München. Das hängt ganz eng zusammen mit den European Championships, die wir euch natürlich dann auch vorstellen wollen. Wollen dann etwas näher an euch ranrücken. Dann geht es nämlich um die innovativen Ideen, die bei uns gerade kreiert werden und dann auch der direkte Ansatz ist für die weitere Diskussion im Anschluss. Mein Name ist Florian Weber, ich bin Creative Director für München 2022 und bin heute zusammen mit unserer Senior Digital Managerin Steffi Schmitz bei euch und wir freuen uns sehr, dass wir da sind und wollen jetzt auch direkt lossprinten. Der Olympiapark 1972, das war ein ganz besonderes Jahr für die Stadt München. Ein großer Meilensprung von einem Weltdorf mit wenig Infrastruktur hin zu einer Weltstadt mit Herz, mit viel Infrastruktur und mit einem sehr nachhaltigen Event, nämlich den Olympischen Spielen 1972. 2022, wer gerechnet hat, feiern wir das 50-jährige Jubiläum, nicht nur der Olympischen Spiele, sondern auch des Olympiaparks. Und das kann man durchaus als Erfolgsgeschichte titulieren. Jeder, der hier aus München kommt und natürlich auch über die Grenzen Münchens hinaus, kennt den Olympiapark nicht nur als Freizeitangebot, sondern auch als Veranstaltungsort. Mehr als 14.000 Veranstaltungen gab es über diese 50 Jahre, mehrere hundert pro Jahr, wenn denn es ein normales Jahr ist und nicht etwas beeinträchtigt durch einen Virus, der natürlich auch bei uns viel durcheinandergewirbelt hat im Park. Und der Park wird auch eine große Rolle spielen für die European Championships. Die European Championships, das ideale Modell für uns, diese 50 Jahre, dieses Jubiläum zu feiern. Was sind diese European Championships? Sie sind viel Sport. Sie sind aber auch Kunst, Kultur, also alles das, was wir über 50 Jahre im Olympiapark schon erleben durften und sollen die Initialzündung sein für die nächsten 50 Jahre. Ähnlich innovativ wie die Olympischen Spiele 72. Wenn man sich da noch mal ein bisschen ins Detail begibt, dann erkennt man ganz schnell, dass dieser Park, der damals gegründet wurde, ganz viele Sachen anders gedacht hat als die Vorgängermodelle der Olympischen Spiele. Dass der Park von Anfang an eben so wunderschön geplant wurde, wie wir es hier sehen, aber eben auch nachhaltig geplant wurde und damals schon ohne viele digitale Möglichkeiten sehr viel innovativ geplant wurde, sehr viel berechnet wurde, sehr viel, sehr visionär gedacht wurde und auch Kunst, Kultur da schon eine große Rolle gespielt haben. Und eben dieser innovative Ansatz, den wollen wir aufgreifen, auch für die European Championships. 9 Europameisterschaften, das ist letztendlich der Kern dieser European Championships. Wir feiern über 11 Veranstaltungstage gleichzeitig die European Championships, die Europameisterschaften dieser olympischen Sportarten, die mit dabei sind. Wir können ganz kurz über die Piktogramme hier gehen, von links nach rechts. Beachvolleyball ist mit dabei, wir haben den Kanu-Rennsport mit dabei, Sportklettern, die Leichtathletik, diverse Radsportdisziplinen, Rudern, Tischtennis, Triathlon und das Turnen, die Sportgymnastik. Die sind ebenfalls mit am Start. 11 Tage im August 2022, vom 11. bis zum 21. August. Das zusammen als Erfolgsmodell, das es 2018 schon mal gab, allerdings damals noch an 2 Standorten mit 6 Sportarten in Glasgow und der Leichtathletik damals in Berlin. Was sich aber bewahrheitet hat, und da schaue ich insbesondere auf die TV-Übertragungen, war genau diese Idee, die eigentlich geboren ist, eben aus der Idee einer
Multisportveranstaltung, einer Synergieeffekt, einer Befruchtung der einzelnen Sportarten untereinander, um zum einen möglichst ein koordiniertes Programm für die europaweiten Broadcaster zu bieten und aber dadurch eben auch ganz neue Ratings zu erzielen. Die Rekorde, die 2018 gebrochen wurden, sind einmalig. Wir hatten bis zu 30% Steigerung im Vergleich zu den Einzel-Europameisterschaften vor 2018. Und das Gleiche soll natürlich jetzt auch 2022 mit einem neuen Sportartenmix hier in München erfolgen. Das ist also der große Treiber gewesen. Wir wollen das Ganze natürlich eben auch nutzen, diese mehr als 150 Medaillenentscheidungen hier über diese 11 Tage feiern. Mehr als 4.400 Athleten kommen. Das Ganze eben nicht nur im Olympiapark, sondern auch über die ganze Stadt verteilt. Und das wollen wir uns jetzt nochmal im Detail kurz anschauen. Wir fangen mal mit dem Olympiapark an. Der Olympiapark natürlich mit der Leichtathletik im altehrwürdigen Olympiastadion, Turnen in der Olympiahalle, die ja gerade erst frisch renoviert wurde. Wir haben die Triathleten bei uns hier im Park, die im Olympiasee schwimmen werden. Ja, tatsächlich, das geht. Die Wasserqualität ist, auch wenn es nicht so ausschaut, 1A. Und Radfahren und Laufen beim Triathlon, die anderen beiden Disziplinen, natürlich auch im und um den Park rum. Wir haben auf dem Olympiaberg ein temporäres Venue für BMX Freestyle mit wunderbarem Blick rein nach München, über München hinweg in die Alpen. Wir haben den Mountainbike Cross mit dabei am Berg und im Park und wollen dann eins weiter schauen, nämlich etwas größer auf das Umfeld vom Olympiapark, auf die Stadt. Da kommt dann dazu oben auch ein altehrwürdiges Venue, nämlich auch vor den Spielen 72 noch die Regattastrecke in Schleißheim mit dem Kanu-Rennsport und Rudern. Wir haben mitten in der Stadt zwei ganz besondere Venues. Wir werden den Königsplatz einnehmen und ihn als Kulisse benutzen für Sportklettern vor dem Propyläen und dem Center Court für Beachvolleyball und die Side Courts. Direkt daneben, neben der Glyptothek und der Center Court, direkt vor der Antikensammlung. Also auch da ganz viel München dabei und wollen eben auch den Sport wirklich zu den Leuten bringen. Haben am Odeonsplatz noch die Zielankunft der Straßenradrennen, die bei den Männern in Murnau starten werden, also wunderschön im alten Vorland eine tolle Tour rein nach München nehmen werden. Das Damenrennen wird in Landsberg am Lech gestartet, also auch da zeigen wir ein bisschen mehr und sehen dann am Odeonsplatz auf einer wunderbaren Zielankunft vom Siegestor Richtung Feldherrnhalle und Theatinerkirche runterfahren. Auf der Ludwigstraße wird auch das Gehwettbewerbe stattfinden, 20 und 35 Kilometer. Und es wird eine tolle 10 Kilometer Marathonrunde in der Münchner City geben. Auch da Start und Ziel am Odeonsplatz in dieser Arena. Wir haben dazu noch die Rudi-Sedlmayr-Halle, auch bekannt unter dem Namen Audi Dome. Dort wird Tischtennis gespielt werden. Und in der Messe München haben wir den Bahnradsport. Warum sind wir heute bei euch? Weil es ganz tief in unserer DNA steckt. Das hatte ich gerade schon gesagt. 72, das ist ein großes, großes Erbe für uns im Sinne der Nachhaltigkeit, im Sinne etwas zu schaffen, was lange nachwirkt, aber auch natürlich im Sinne eines Innovationsgedankens. Also wie können wir bei einem Multisport-Event die digitale Welt so einbinden, dass sie uns im Vorfeld hilft und dass sie uns dann auch vor Ort hilft, die Leute näher zusammenzubringen, die Leute besser zu führen, aber auch uns jetzt als Organisationskomitee und unsere einzelnen Partner in den vielen, vielen Bereichen von Medien bis hin zur Technik, auch da eine Grundlage zu schaffen, wie wir hier das digitale Angebot und die Möglichkeiten, die es da draußen so gibt, insbesondere heute eben der Augenmerk auf XR, VR, AR, die für uns nutzen. Und da wird die Steffi jetzt etwas mehr gleich dazu erzählen. Steffi, bitte. Genau, danke Florian. Im Grunde genommen habt ihr hoffentlich jetzt alle einen guten Überblick bekommen, dass wir ein Riesen-Event in München planen. Und wir müssen uns auch als Organisationskomitee immer vor Augen führen, dass wir in München sind. Wir haben einen sportlichen Gedanken, aber wir haben auch einen innovativen Gedanken. Das heißt, wir sind in München, wo viele Deutschlandzentralen großer Tech-Konzerne
sind. Also wir haben Google, wir haben Microsoft, wir haben Apple tatsächlich auch in München. Das heißt, wir müssen uns eigentlich auf die Fahne schreiben, mit diesem Event Tradition aus Sicht des Olympiaparks, aber auch das Sportliche zusammenzubringen mit neuen Technologien. Und wir haben uns da viel überlegt und wollen natürlich auch unsere Planung vereinfachen. Florian hatte es gerade erwähnt. Ich hoffe, ich kann jetzt den Bildschirm steuern. Kann ich nicht. Florian, wenn du einmal eine Seite, genau, danke. Wir haben uns überlegt, mit einem fotorealistischen 3D-Modell unser Event planen zu wollen. Wir wollen letztendlich viele, viele neue Anwendungen mit in das Event bringen, brauchen da aber tatsächlich als Grundlage ein 3D-Modell, was letztendlich mit einem Sperrfaktor sozusagen von 3 Zentimetern Dimensionen abbilden kann. Genau. Wenn wir jetzt mal eine Folie weitergehen. Genau, wir haben aus unserer Sicht sehr viele Anwendungsbereiche, die wir euch jetzt einmal im Detail vorstellen wollen. Hier als nächstes eine Übersicht. Genau, dass wir denken eigentlich grundsätzlich in 2 Säulen. Das heißt, wir wollen unsere internen Planungsprozesse verbessern, aber auch tatsächlich die Fan-Experience erhöhen, was natürlich gerade auch in Zeiten von Corona ein großer Faktor ist. Also wir sind zwar jetzt noch 2020, aber die Zeit, die läuft. Und das merken wir auch gerade jetzt gestern durch die Pressekonferenz von Frau Merkel, ist es natürlich für uns noch viel präsenter, wann wir eigentlich ob wir tatsächlich auch unser Event anders planen müssen, von vornherein, ohne Besucher. Lasst uns aber einfach mal durch die 4 Punkte durchgehen. Also wir haben in den 2 verschiedenen Säulen den ersten Punkt, die Eventplanung. Ihr habt es gesehen, die Dimensionen sind recht groß. Wir haben sehr, sehr viele Venues, die wir mit unterschiedlichen Inhalten bespielen müssen. Und da steckt natürlich sehr, sehr viel Planungsarbeit dahinter. Da werde ich später nochmal drauf eingehen. Die Instandhaltung, das ist etwas, was so als Erbe für den Olympiapark stehen könnte, ja, dass wir quasi jetzt durch das Event European Championships ein fotorealistisches 3D-Modell als Grundlage unserer Planungen nutzen, könnte dann im Nachgang auch für Sanierungen, zum Beispiel der Ruderregatta oder auch des Olympiaparks, dann stehen, um da auch dann wieder, effizientere Optimierungsprozesse in der Instandhaltung zu setzen. Dann die 2. Säule. Natürlich ist das AR-VR-Thema in allen Köpfen und man kann es in alle Himmelsrichtungen vermarkten. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den wir sehen, der aber tatsächlich jetzt erstmal in den Hintergrund tritt, sondern wir wollen unseren Besuchern, die im August 2022 zu uns kommen, einen besonderen Service bieten im Park, am Königsplatz, mit Beachvolleyball und Klettern oder auch am Odeonsplatz. Also die ganze Stadt wird eigentlich entertained durch uns, aber sie soll sich natürlich auch selber entertainen und da wollen wir verschiedene Services anbieten. Wenn wir da jetzt mal ins Detail gehen, wenn wir uns die Eventplanung anschauen, dann sehen wir da eben ganz klar, Florian hat es eben angesprochen, dass wir natürlich europaweit unsere Inhalte auch über das TV broadcasten werden. Und da ist es im Vorwege wichtig, eine Sichtachsenanalyse durchzuführen. Ja, also wie können Kamerapositionen im Stadion sein, um da tatsächlich auch die optimale Sicht zu bekommen auf die unterschiedlichen Aufbauten und auch Kamerapositionen, genau. Dann aber auch der gesamtheitliche Planungsprozess. Also wir sind am Königsplatz mit Beachvolleyball und Klettern. Das
hält sehr, sehr viele Fragen offen. Ja, also wie soll eigentlich die Kletterwand stehen, in welchem Winkel, um letztendlich den Athleten dann nicht in die volle Sonne zu setzen. Ja, das sind alles so Fragen, die natürlich im Detail im Vorwege geplant werden müssen. Das passiert im Olympiapark schon besser. Da gibt es eine gewisse, ja, also eine 2D-Datengrundlage. Das kann man alles auch 2D planen und es funktioniert ja auch super gut. Aber wenn wir sagen, wir wollen auch das Event aus der digitalen Innovationsbrille sehen, wobei ich bei Innovationen eher vorsichtig bin, weil die Technologien gibt es ja, nur dass sie ihre Anwendung finden, das ist das große Problem an der ganzen Sache, dass man sich wirklich traut und sagt, ja, wir nutzen neue Technologien, um unsere Eventplanung besser, optimierter, aber auch nachhaltiger zu gestalten, wenn es zum Beispiel auch um das Thema Rückbauten geht. Dann haben wir aber auch die Virtual Flyovers, ja, also wie kann man eigentlich einen Triathlon-Track wirklich so kameratechnisch begleiten, dass man dann auch erstens vielleicht auch Sponsoren-Logos sieht oder auch unser Branding, ja, dass man sich das wirklich vor Augen führen kann, wie muss denn das Lichtsetting sein, welche Materialien können zum Beispiel auch verwendet werden, die dann nicht spiegeln, also all diese ganzen Dinge kann man sich im Vorwege mit einem fotorealistischen 3D-Modell tatsächlich vor Auge führen. Die Instandhaltung, die lasse ich jetzt einfach nochmal zurück, würde sie jetzt in diesem Vortrag nicht in den Fokus stellen wollen, weil da natürlich auch viel das Thema BIM eine Rolle spielt, Building Information Modeling und intern oder innerräumliche 3D-Planung, die sind halt sehr komplex. Also wenn ich wissen will, wo ist denn irgendeine Leitung, wo sind tragende Wände, um da Veränderungen vorzunehmen. Das haben wir jetzt mal aus dem Fokus rausgenommen, aber der Vollständigkeit halber hier mit aufgeführt. Ich gehe aber nicht näher drauf ein. Genauso die Vermarktung. Natürlich sind da ein paar Ideen im Hintergrund. Dann tatsächlich auch AR-VR-Anwendungen im Park zu nutzen, um zum Beispiel zu sehen, wenn ich in den Turm möchte, in den Fernsehturm, in den Olympiaturm, ich bin nicht in Berlin, wie lange muss ich denn da eigentlich stehen? Ja, also gibt es da Warteschlangen? Der Europapark macht das zum Beispiel sehr erfolgreich mit einer App, wo man dann letztendlich nicht lange an einem Karussell, wie auch immer, stehen muss. Genau, und das haben wir alles im Kopf. Ich würde es aber jetzt im ersten Moment da auch zurückstellen. Der Besucherservice ist da zum Beispiel beim Event ein ganz anderer. Also auch da kann man mit Heatmaps arbeiten, die letztendlich anzeigen, wie viel ist denn gerade da an der U-Bahn-Strecke los, ja. Aber auch wenn ich einfach nur mich verköstigen will, wo kann ich mich anstellen, an welchem Imbiss und muss mit weniger Wartezeiten rechnen. Genau, aber dann auch zum Beispiel, Florian, da könntest du wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen, was so die Athletenbiometriken angeht. Also ich sitze im Stadion und sehe einen Leichtathlet. Da gibt es ja auch, vielleicht magst du da einmal drauf eingehen. Ja, das ist gerade im Bereich Event Presentation, was uns hier ganz wichtig ist, dass wir... Uns ist ganz bewusst, dass unsere Zuschauer natürlich ihre Smart Devices mitbringen werden, ihre Handys immer am Mann bzw. an der Frau haben und die natürlich auch in unseren Venues nutzen werden. Was wir aber versuchen wollen zu vermeiden, ist, dass diese Smart Devices eine virtuelle Wand bilden zwischen dem Hier und Jetzt, also zwischen dem, was auf unseren Bühnen passiert und dem Zuschauer. Wir wollen engagierte Zuschauer. Wir wollen Zuschauer, die im Hier und Jetzt mit dabei sein, mitfiebern bei den Athleten. Und wir glauben eben, dass da Augmented Reality eine große Rolle spielen kann, im Sinne von, dass
dass das Smart Device eben keine extra Informationen liefert, keine komplett separaten Informationen, sondern Overlay-Informationen liefert. Also zu den einzelnen Athleten, die wir sehen, die teilweise sowieso in den Venues getaggt sind. Also wir haben einfach aufgrund des Result-Managements beziehungsweise des Ergebnisdienstes Tags, also ein LPS-System jetzt zum Beispiel bei der Leichtathletik, Local Positioning System, wissen also genau, wo die Athleten sich gerade befinden, zumindest die auf der Bahn. Und wenn man das jetzt mit einem Digital Twin des Olympiastadions verknüpft und noch den Daten, wo denn gerade jemand sitzt, denken natürlich da auch an ein vernünftiges Wi-Fi in unseren Venues, vernünftige Konnektivität für unsere Zuschauer, sei es über WLAN oder über ein hoffentlich dann 5G-enabled Venue. Wenn man das alles zusammennimmt, dann glaube ich, finden wir den richtigen Weg, eben genau das zu erzielen, dass wir die Zuschauer ins Hier und Jetzt holen, dass sie live dabei sind und dass ihr Secondary Device eben ihnen eine Augmented Experience bietet und eben sie nicht abschneidet von dem, was eigentlich gerade unten passiert und sie in eine andere virtuelle Welt holt. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass sie wirklich bei uns live als Zuschauer mit dabei sind. Und ihnen da einfach die richtigen Instrumente rangeben. Unsere Sportarten sind sehr, sehr unterschiedlich. Unsere Sportarten sind teilweise sehr, sehr einfach. 100-Meter-Sprint, ich glaube, das weiß jeder, wer als Erster über die Linie geht. Nach den 100 Metern ist Europameister, das ist sehr simpel. Wir haben aber auch andere Sportarten dabei, die eben nicht ganz so simpel zu verstehen sind. Und wo wir eben auch da wieder den Einstieg nutzen wollen für Leute, die tatsächlich einfach Eventpublikum sind, die hier mit dabei sind, um Spaß zu haben. Um den Spaß zu haben, braucht man aber zumindest ein bisschen Rüstzeug und auch da glauben wir eben, dass AR, wenn es dann ums Live-Erlebnis geht, uns helfen kann. Genau. Einfach nochmal zur Verdeutlichung. Wir haben jetzt keine Videos tatsächlich dabei, wo man sich das auch nochmal visualisieren kann, aber tatsächlich, dass man Abwurfwinkel besser sieht beim Speerwurf, um einfach mehr Informationen zu bekommen, die aber, wie Florian gerade gesagt hat, nicht ablenken von dem Sportereignis im Stadion selbst. Wenn wir dann aber nochmal in Richtung Corona denken, ich weiß, es ist ein leidiges Thema und es ist präsenter denn je, aber es kann ja sein, und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, es kann ja sein, dass wir tatsächlich auch vielleicht noch 2022 Probleme haben mit Gästen im Stadion. Also, und das kann natürlich dann auch in reduzierter Form stattfinden mit gewissen Abständen, aber was wäre, wenn es tatsächlich so bleibt? Dann wäre es natürlich gut, diese Stadionatmosphäre virtuell darstellen zu können. Das ist aber auch nur eine Richtung, in die wir tatsächlich denken. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, deswegen nutzen wir auch dieses Format, wie wir erstens an ein 3D-Modell kommen. Also wir haben schon eine Grundlage an Daten, aber wie können wir diese verbinden mit den verschiedenen Anwendungsfällen? Und da würden wir gerne in die Diskussion treten mit Experten, die uns da unterstützen. Ja, also ich glaube, das, was wir gesagt hatten, Steffi, von Anfang an, wir sind ja ein bisschen Exoten hier. Wir sind ja quasi potenzieller Kunde, würde ich uns jetzt mal nennen, oder potenzieller Sparringspartner. Und du hast natürlich recht, Innovation, die Innovation hier ist, dass wir das, was es draußen gibt und die Anwendungen, die teilweise in anderen kommerziellen Bereichen genutzt werden, dass wir die eben mit der Idee Multisport-Event verheiraten wollen, dass wir die nutzen wollen für unseren Planungsprozess, für die Vermarktung und für das, was wir jetzt gerade vorgestellt haben. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn dieses Forum hier heute uns hilft, Kontakte zu knüpfen, die Diskussion dann vielleicht bilateral mit dem einen oder anderen danach fortzusetzen und einfach mal zu schauen, welche Möglichkeiten es denn vielleicht da gibt. Wir haben ein paar Erfahrungswerte von anderen Sportevents, aber das sind alles ganz zarte Pflänzchen noch und wir haben die Idee für München 2022 ist schon eine andere, es ist eine größere Implementierung. Und deswegen
würden wir uns sehr freuen, wenn ihr, sie auf uns zukommt. Unsere Kontaktdaten sind hier. Es gibt den ganzen Foliensatz auch nochmal dann im Nachgang, beziehungsweise das Recording von dieser Session. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir das Gespräch danach im Nachgang dann weiter fortsetzen, bis wir starten können. Ja, vielen Dank euch, dass ihr euer Projekt vorgestellt habt. Also es ist wirklich spannend und sehr, sehr groß, wie ihr es schon dargelegt habt. Mhm. Ja, also nochmal vielleicht der Ausruf nach außen an alle Experten, die in irgendeiner Form sagen, hey, da möchte ich was beitragen, ich möchte in Kontakt treten. Macht das, helft mit, dieses Event zu einem digitalen Großevent werden zu lassen. Im besten Falle, und ihr habt es gehört, wonach sie suchen, und vielleicht könnt ihr helfen. Danke euch, dass ihr dabei wart. Und vielen Dank für eure Zeit. Gerne.